Im nächsten Bullrun die Marktkapitalisierung von Gold erreicht. Wir werfen mal einen Blick auf ein paar Zahlen und ja, vielleicht hilft uns das irgendwie abzuschätzen, wie Bitcoin im nächsten Bullrun eventuell performt. Was ist realistisch und was nicht? Und wir werfen auch noch mal kurz einen Blick auf Ethereum oder XRP. Einfach nur, um mal einen Vergleich zu haben. Ja, die Seite, auf der ich mich hier befinde, ist companiesmarketcap.com und auf CoinMarketCap gibt es noch ergänzend eine Darstellung, eine Liste Bitcoin in Relation zur Marktkapitalisierung aller anderen großen Währungen. Da gucken wir auch noch mal rein. Link packe ich unten in die Beschreibung. Aber wir fangen an mit Bitcoin im Vergleich zur Marktkapitalisierung von Silber. Da sehen wir, Bitcoin ist auf 12 und Silber auf Rang 7. Ja, mit 1,2 Billionen US-Dollar Marktkapitalisierung. Ja, wenn wir das hier teilen, also 1,281 Billionen durch 0,571, dann kommen wir auf einen Faktor von 2,24 und damit beim aktuellen Preis von 29.300 US-Dollar mal 2,24 kommen wir auf einen zu erwarteten Preis von 65.632, also etwa das Top vom letzten Bullrun. Dann ist die Marktkapitalisierung von Bitcoin wieder entspricht der von Silber. Interessant ist auch der Vergleich zu Apple. Bei Apple haben wir jetzt gerade 2,7 Billionen. Das ist ein Faktor von 4,9, also knapp eine Verfünffachung. Und der Preis von Bitcoin, wenn Bitcoin also die Marktkapitalisierung nur einer einzigen Firma, der von Apple, erreichen würde, dann wäre der Bitcoin-Preis bei 143.570 US-Dollar. Also grob 140.000 US-Dollar. Ja, kommen wir zur Marktkapitalisierung von Gold. Da haben wir 12,86 Billionen und das durch 0,571 Billionen ergibt einen Faktor von 22,4x. Also Bitcoin, der Bitcoin-Preis müsste sich über 22-fachen, um Gold zu erreichen. Also wohlgemerkt, er hat ja im letzten Bullrun gerade mal ein 3x gemacht. Nur noch mal zur Erinnerung. Also 29.300 US-Dollar mal 22,4 ergebe einen Preis von 656.320 US-Dollar. Also würde Bitcoin die Marktkapitalisierung von Gold zum aktuellen Zeit erreichen oder einholen, liegt Gold bei über einer halben Million US-Dollar. Ja, nicht eine Million, 656.000 US-Dollar. Vorausgesetzt, der Goldpreis bleibt weiter konstant bei etwa 1950 US-Dollar, die Feinunze. Werfen wir jetzt noch mal kurz einen Blick auf Ethereum. Ethereum ist hier in der Liste ziemlich weit unten, etwa in der Nähe bei Palladium mit 221 Milliarden. Wenn Ethereum die Marktkapitalisierung von Silber erreichen würde, bei dem Preis müsste Bitcoin beim Allzeithoch stehen von 65.000, dann haben wir hier einen Faktor von 5,79. Ja, also Ethereum hier mit 0,021 und Silber bei 1,21. Ja, da haben wir einen Faktor tatsächlich von 5,78. Und das wäre dann ein Preis von 10.676 US-Dollar. Ethereum, wenn Ethereum also Silber erreichen würde, wäre Ethereum bei 10.000 US-Dollar.
Bitcoin bei 65.000. Ja. Was auch noch interessant ist, ist einfach mal wenn wir uns mal einfach mal Ripple angucken. Wo würde Ripple liegen? Also Ripple wäre etwa bei 10 US-Dollar, hätte dann eine Marktkapitalisierung von 528 Milliarden. Das wäre knapp unter der aktuellen Marktkapitalisierung von einem Bitcoin, von Bitcoin aktuell. Und sollte Bitcoin Ripple 100 US-Dollar, wie das ja einige sagen, wenn es von der Bankenwelt als CBDC-Basis-Layer adaptiert wird, 100 US-Dollar hätten wir eine Marktkapitalisierung von 5,28 Billionen. Das wäre die halbe Marktkapitalisierung von Gold und die doppelte Marktkapitalisierung etwa von Apple, wenn XRP tatsächlich mal 100 US-Dollar erreichen würde. Werfen wir noch mal einen Blick in die Währung. Da ist Bitcoin aktuell auf Platz 20. Es ist sehr schön, dass hier die Market Cap von CoinMarketCap in Bitcoin ausgewiesen ist. Wir gucken uns nochmal Euro an. Der Euroraum würde 584 Millionen Bitcoins entsprechen. Es gibt ja nur 21 Millionen und viele sind davon nicht mehr existent. Aber wenn wir das einfach mal teilen, 584 Millionen durch 21, dann kommen wir auf einen Faktor von 26,38. Das heißt, wenn Bitcoin die Marktkapitalisierung vom Euroraum erreichen würde, hätte Bitcoin einen Preis von 772.934 US-Dollar. Also noch unter einer Million, aber über einer halben Million. Ja, das ist interessant. Und wir hatten ja, glaube ich, im letzten Bullrun das auch gesehen, dass Bitcoin in die Nähe vom russischen Rubel oder ihn sogar übertrumpft hat oder ich glaube sogar Schweizer Franken. Ja, also da sind wir gar nicht so weit weg. Ja, dann noch mal kurz was, wenn wir uns den Rainbow Chart angucken und dann etwa zum erwarteten Hoch, mögliches Hoch wäre zum Beispiel Oktober 25, dann sehen wir, in der Übertreibungsphase wäre hier ein Preis von 300.000 bis 400.000 US-Dollar möglich. Dann hätte Bitcoin eine Marktkapitalisierung von 5,85 Billionen. Ja, und das ist etwa auch doppelt so viel wie die von Apple und halb so viel wie die von Gold. Also es ist nicht unrealistisch. Also wir haben dann keine Erdkugeln aus Gold, sondern dann gerade mal die halbe Marktkapitalisierung von Gold. Ja, keine Ahnung, wo die Reise tatsächlich hingehen wird. Ich kann mir gut vorstellen, No Financial Advice, dass die Marktkapitalisierung von Gold erreicht werden wird. Ob das im nächsten Bullrun passiert, ich weiß es nicht. Also mein großes persönliches Augenmerk wäre in etwa, was, wenn kein kataklystisches Ereignis kommt, die Marktkapitalisierung von Apple wäre drin, zumindest von Microsoft oder Google. Und da sind wir dann ja zwischen 100.000 und 150.000. Aber wir wissen ja, der Kryptomarkt geht auch gern mal in eine Übertreibungsphase. Und das Volumen spielt gar keine so große Rolle für die Preisbildung im Retailmarkt. Möglicherweise sehen wir doch nächsten Bullrun die Marktkapitalisierung von Gold. Ich bin noch nicht gefühlt so ein bisschen da drin, dass das jetzt meins ist. Aber Apple könnte ich mir vorstellen. Wie schon gesagt, reines Bauchgefühl, No Financial Advice und auch das Ethereum die Marktkapitalisierung von Silber erreicht und dann bei 10.000 US-Dollar irgendwo landet. Why not? Es gibt viele Anwendungsfelder für Ethereum. Ripple bei 10 oder 100 US-Dollar. Ich habe keine Ahnung, ich glaube nicht, dass Ripple die Basis werden wird für CBDCs. Wenn dem doch so sein sollte, ja, dann wäre der Preis höher, aber ob wir dann schon
unmittelbar dann bei der Marktkapitalisierung von Gold wären oder von Apple oder der Doppelten von Apple. Ich bezweifle das persönlich, aber wer weiß, Ripple hat uns oft genug überrascht. Ja, diese Übersicht wollte ich gerne mit dir teilen. Vielleicht hat es dir gefallen. Würde mich über ein Like freuen oder ein Abo. Und ja, so Mitte 2025 werden wir wahrscheinlich vermutlich wissen, woran wir sind, was alles passiert ist in den nächsten 2 Jahren. Und ja, wir können gespannt sein. Es wird eine interessante Zeit. In diesem Sinne, mach es gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.